So, jetzt machen wir uns mal hier auf den Weg zur Quest. Schauen wir mal, ob hier gleich wieder ein Borgia kommt, irgendein Müll. Oder ob die diesmal uns in Ruhe lassen und wir in Frieden zur nächsten Mission kommen. Eine Mission würde ich jetzt gerne mal machen. So. Zack. Wie viel Medizin haben wir? Nicht so viel. Wer den letzten Part gesehen hat, hat eventuell gesehen auch, dass wir ordentlich Borgia-Leute umgehauen haben, auch drei Kugeln oder so bekommen haben und die dann wurden mal desynchronisiert, weil ein paar harte Brocken kamen. Die hätten wir zwar auch geschafft, nur da, die waren, zuerst haben wir noch ein paar arrogante Sprüche gebracht und haben die locker geschafft. Doch dann wurde es uns zum Verhängnis. Und ja, deswegen haben wir jetzt 0 Kugeln, obwohl wir da eh auch mit 0 hingegangen sind, nur durch Zufall 3 Stück bekommen hatten. Achso, und aber egal. Die helfen uns, angenommen hier würden Gegner kommen. Fuck. Greifen die uns jetzt an oder lassen die uns in Ruhe? Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Bastarde treffen können. Wir sind doch keine schwachen Weiber. Die lassen mich in Ruhe. Ich habe die mit Absicht ein paar Mal umgerannt, weil ich testen wollte, ob, wenn wir die provozieren, ob die uns dann angreifen oder ob die uns prinzipiell in Ruhe lassen. Weil angenommen, wären ein paar Leute von der Borgia zu uns gekommen, dann hätten die uns geholfen. Da ist einer von der Borgia, der sich mit dem Pferd entfernt. Wie machen wir das? Schnell gemacht. Gesagt, getan, würde ich mal sagen. Alter, was das für ein weiter Weg ist, meine Güte. Den rempeln wir mal um. Ich weiß, das ist unnötig, aber ich finde das so geil, wenn der mit in Kisten hinplumpsen. Keine Ahnung. Lasst mich in Frieden, bitte, der liegt halb tot und sagt, lasst mich bitte in Frieden. Da, was für ein Spacken. Und hier ist Borgia-Gebiet, jetzt müssen wir hier nur noch drum rumrennen, bis wir einen Weg da reinfinden. Weil hier müssen wir eh in die Richtung, notfalls müssen wir hier klettern, versuchen. Wo ist denn hier mein Eingang? Ich hörte doch schon. Ach, ihr Schweine. Warnung Sperrgebiet, da muss ich ja gleich irgendwie. Irgendwie müssen wir doch hier reinkommen. Ja, jetzt sind wir dem Ganzen ein Stück näher. Zack. Noch Fragen? Noch Fragen? Sorry, Bro. Lasst mich einfach gehen, bitte. Kannst mich mal. Und ihr Arschficker rennt jetzt weg, oder was? Sorry, aber die kotzen einfach so an mit ihrer dummen Art. Ist einfach lustig. What the? Was ist das für einer? Okay, das ist schon eine harte Nuss. Ach, scheiße. Wurfmesser nehmen wir jetzt mal. Dein Tod wird nicht schnell sein oder schmerzlos. Wir haben noch Medizin, was das betrifft. Dann mach wenigstens ernst. Okay, er hat ernst gemacht und soll auch auf uns konsequent zukommen. Ich weiß, der ist mit dem Pferdchen eh schneller.
Obwohl, was das angeht, könnten wir auch mal eben so ein Pferd rufen. So, das war's mit dem Pferd. Oha! Oha! Das schaffen wir nur mit Medizin. Ohne es schon mal gar nicht. So. Der Borgia-Typi ist auf einem Dingsda-Bumsda-Pferd. Wenn wir das schaffen, nenne ich mich Assassin's Creed Profi. Sorry, wenn wir das schaffen. Ohne desynchronisiert zu werden, egal wie viel Medizin. Ja, okay, der ist geflohen, das ist mir egal. Ich will hier einfach nur ein bisschen Spaß haben und mich amüsieren. Mit den Spacken. So. Jetzt, Brüder. Ja. So. Wenn der Große zuschlägt, dann müssen wir eigentlich. Jetzt schnell wegrennen, aber so was von. Ich könnte mich auf ein Pferd setzen, das wäre doch mal eine Idee. Stimmt, das ist noch eine Lösung. Boah, Pferd hingeschubst. Was bist du denn für ein Arschloch? Schon mal was von Tierfreundlichkeit gehört? Gift könnte man mal nehmen. So, halt dich fest. Pferdchen. So. Nein, Pferdchen, bleib stehen, Pferdchen. Nein, Pferdchen. Okay. Es wird ein Part ohne große Quest. Habt ihr sicherlich schon bemerkt. Eigentlich wollte ich nicht unbedingt in das Borgia-Gebiet. Ich hab's nur gemacht. Um an die Quest zu kommen. Ich bin da einfach dem. So, schnell Medizin. So. Ach ja, kommt der starke Leute. Okay, ein starker. Zwei starke. Ihr würdet mich 100 pro verlieren. Okay, jetzt müssen wir dafür suchen, dass wir erstmal nicht mehr verfolgt werden. Und das werden wir erstmal sicherlich nicht schaffen. Alter Falter, kommen hier jetzt viele angerannt. Uha. Ja. Stimmt, ich habe eine Idee.
Ah, tolle Idee, wenn ihr hier keine Waffe. Schnell hier weg. Gefahrenzone. Wir rennen aber auch mitten ins Sportlergebiet rein, anstatt raus. Es werden immer mehr, aber wir geben das mit dem Rennen nicht auf. Das wird jetzt spannend. Raus aus dem Borsa-Gebiet. Die sind noch hinter uns her. Nicht mehr, nicht mehr. Jetzt müssen wir nur irgendwie an eine scheiß Mission kommen. Das ist jetzt der ganze Hintergrund der Sache. Warum wir da mal wieder reinrennen sollen. Ich versuche jetzt noch einmal zur nächsten Mission zu kommen. Mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein. Mal ganz im Ernst. Wer die jetzt im Norden liegt von uns. Einkommen eingezahlt. Ein Banktresor. Achso, je mehr Geld die Bank, desto mehr Geld kann ich gewinnen aus Investitionen in den Gesamtwirtschaftsraum. Mehr Kohle, 800 irgendwas. Wenn ich richtig geschaut habe. Die lassen wir jetzt in Ruhe. Wenn die uns in Ruhe lassen. Wir müssen hier ein bisschen eine Schleife um die machen. Weil sonst schubsen wir den einen, dann kommen sie zu uns, wollen die uns schubsen. Wie das immer so ist mit den Borgia-Leuten. Kommen wir hier durch oder ist hier gleich Sackgasse? Sieht aus, als kommen wir durch, auch wenn wir ein bisschen klettern müssen. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Oh, die Grafik, die Gegend. Geil, 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 geil. Aber langsam nervt es mich schon, dass ich ewig nicht zur nächsten Mission komme. Pferdchen. Jetzt, obwohl viel schneller sind wir mit dem Pferd eigentlich auch nicht. Obwohl, naja. Galopp, Galopp, Galopp. Das ist nächste Borgia-Gebiet. Ich sehe schon den Zaun. Beziehungsweise habe ihn gerade gesehen. Oh, hier sind aber auch überall Borgia-Gebiete. Die können uns einfach nicht mal in Ruhe assassinen lassen sein. Ezio, Auditur und uns unsere Quests machen. Das erlauben die uns einfach nicht. Ich wette, das ist mitten im Borgia-Gebiet. Ich reite da einfach in Highspeed durch. Wir sind mitten im Sperrgebiet, das sehen wir schon. Nur, dass wir noch keine Borgia-Leute gesehen hatten. Mal hier durchrasen, ist hier Durchgang? Ja, ja, ja! Ja. Nein, 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 nein. Und da ist auch gleich die Mission. Wo sind die jetzt hier? Kommt, Freunde. Beim Doktor ist sie sicherlich nicht, obwohl wir Medizin brauchen. Gesunden und balancierten Lebens. Investition jetzt nicht, Apothekenbedarf, Gift, nein, Gift nicht, Gift nicht. Medizin, Gesamt 5. Akzeptieren. Ja, 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 ja. Rücktaste zurück.
Jetzt einmal auf Q. Okay, wir haben 5 Medizin, das ist gut, finde ich. Dann müssen wir mal schauen, wie wir hier zur Quest kommen. Das kann jetzt ein kleiner Film sein. Ezio Auditore! Kommt rein, kommt rein! Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Wartet hier! Lernt meine Frau kennen! Penthesilea! Oh Gott, wie die sich freuen, uns zu sehen! Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt? Ah, hier ist sie. Lieta di conoscervi. Charmant, wahrlich. Bitte nicht wieder so lange. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene, meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gäbe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Scusatemi. Gib mir Bianca. Ich hab verstanden, gib mir Bianca. Ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist schwach. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna d'Alviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann. Endlich haben wir eine neue Quest erreicht. Und die akzeptieren wir jetzt natürlich auch. Borgia besiegen. Ich muss nur mal noch ein bisschen beim Kämpfen üben mit dem Abwehren, das kann ich ja schon. Oh! Checkpoint erreicht. Müssen wir jetzt hier hey, mitmischen, Alter. Haltet den Hauptmann auf, bevor er den Turm erreicht. Es ist wieder die Frage, nur auf... Nein! Nur aufhalten oder richtig töten? Na, rammen immer erstmal. Das machen wir jetzt doch nochmal so. So. Es wird immer mal wieder längere Parts geben. Scheiße. Zünden Sie den Turm an. Pff, ja toll, wo ist der Turm, bitteschön? Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Wir müssen wahrscheinlich aus dem Borgia-Gebiet raus und dann wird's angezeigt. Jetzt verlieren wir erstmal wieder Leben. Alles wie immer. Aber wir müssen hier rein. Battista wurde getötet. Zünden Sie den Turm an. Ja, wo ist denn der Turm? Der muss doch mal auf der Karte angezeigt werden. Mein Gott. So, hier hoch. Ach, da. Da oben ist was. Egal, ist zwar nicht die Quest, aber da oben ist was. Irgend so eine Fahne oder so. Borgia besiegen, das macht mir doch immer gerne. Machen wir doch immer gerne. So. Ich sehe hier aber nirgendwo ein Turm. Nehmt's mir nicht übel. Da. Das ist er bestimmt. Ja, das ist er. Uff. Alter Falter. Kommen wir hier irgendwie halbwegs schnell hoch? Ohne große Aktionen. Ha, ja. In Highspeed auf den Turm. Es wird ein richtiger Kletterspaß. Wenn die hier auch hochklettern. Obwohl, die kennen sich hier besser aus. Die müssen uns nur für fuck. Wenn wir schnell sind, dann können sie uns vielleicht, obwohl wahrscheinlich treffen sie uns gleich, wo wir im Wasser sind.
dann fliege mal ins Wasser. Was wir ja alle schon erlebt haben, haben wir ja keine guten Vorahnungen. Obwohl, je höher wir sind, desto schlechter können sie auf uns zielen. Das muss man ja auch bedenken. Okay. Positiv gedacht, Negativereignis. Denken Sie jetzt, dass wir sie in Ruhe lassen? Ja. Sie sind nicht mehr voll in Aktion. Dabei. Ja. Ja, mein Gott. Rayman habe ich letztens einen langen Part aufgenommen. Assassin's Creed Brotherhood habe ich letztens einen langen Part aufgenommen. Alles wird länger. Eigentlich habe ich das nicht vor, weil dann ebenfalls das Hochladen auch länger dauert und ein Video, ein LP jetzt, ein Let's Play jetzt auch nicht zu lange gehen soll, meiner Meinung nach. Und deswegen bald wird es wieder kleiner. Ja, das sieht gut aus. Und die scheinen uns jetzt auch nicht mehr zu sehen. Die Borgia-Leute. Jetzt müssen wir hier mal nach links. Ja, das sieht gut aus. Gleich sind wir bestimmt oben, wenn er nicht hier gleich durch Zufall noch durch irgendein Ereignis runter. Okay, das ist gerade ein bisschen unrealistisch, das denke ich immer wieder. Der gerade über die Plattform, wie wenn er nach hinten springt. Und zum ein Turm weniger. Wenn er mal so ganz gechillt runterschießt. Episch, das Spiel ist einfach genial. So, jetzt müssen wir zu Bord, zu diesem Petersilie, zu dieser Petersilia-Frau oder wie die heißt. Dann fließt der Bord, ja. Jetzt müssen wir hier irgendeinen schnellen Weg über die Berge finden. Ach, wir nehmen diesen Fahrstuhl da. Oh, kannst du nicht kraulen? Ja, okay, jetzt hat er schneller. Also jetzt ist er nicht. Jetzt ist er schneller geschwommen. Ja. So. Hallo. Ey. Hallo. Mein Gott, nein! Du Spann! Ey, ich will hier hoch, meine Scheiße, meine Fresse. Kletter doch mal hier hoch, mein Gott! Du bist aber auch so dumm, Alter. Kotzt mich an. Es kotzt mich an, mein Gott! Ist hier so... Oh, nee. So einen weiten Weg jetzt hier schwimmen, so eine Scheißzeitverschwendung, weil dieser Scheißfahrstuhl nicht funktioniert. Jetzt habe ich dreimal hintereinander Scheiße, hört sich natürlich auch nicht so schön an, aber es muss jetzt einfach raus. So, jetzt müssen wir so schnell wie möglich zu Petersilie und zurück. Da war der Fahrstuhlaufzug. Wären wir jetzt schon hier oben. Naja. Wir wollen uns jetzt auch noch nicht weiter aufregen. Wollen wir weiterhin auf gute Laune machen? Nee. Boah, ne, wäre der jetzt nochmal ins Wasser gesprungen, der Tollpatsch, Alter, dann wäre ich aber richtig. Obwohl, ich mach's jetzt freiwillig. Weil der Weg einfach ein bisschen schneller ist. Mir fällt jetzt keiner ein, der über Land noch schneller ist, ob mit Pferd oder zu Fuß. Jetzt müssen wir nur hier was uns überlegen. Ja. Hier, mein Gott. Na. So. So eine Scheiße, aber. Doch, da ist was. Gerade hat der sich noch festgehalten, das ist ja. Ich bin so froh, wenn wir oben sind. Blutregel. Blutegel.
So. Meine Güte. Wie kommt der hier hoch? Kann er hier springen oder so? Da drüben, da kommen wir, glaube ich, her. Es wird einfach nichts. Oh, 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 oh. Komm, Ezio, Ezio, Ezio. Das ist noch ein Fahrstuhl, versuchen wir es einfach nochmal. Ich wette, das war jetzt so eine unnötige Aktion. Wir müssen doch über Land. Anders kommen wir da nicht hin. Und ja. Jetzt funktioniert der scheiß Fahrstuhl wieder nicht. Meine Güte. Jetzt! Jetzt holen wir uns ein Pferd, damit wir schnell noch die Mission beenden. Enden können. Pferdchen kommt schon. Ich sehe schon auf der Map. Map. Map, 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 map. Der Part wird wahrscheinlich etwas kürzer gehen. Ich versuche auf 10 Minuten zu kommen, weil der letzte Part ging so ewig. So.